Herzlich willkommen zu unserem allerersten YouTube-Video. Meine Kinder und ich haben uns gefragt, Mensch, wollen wir nicht selber mal einen YouTube-Kanal machen? Wollen wir nicht anderen Leuten zeigen, was wir für eine Lego-Stadt haben, inklusive anderer Klemmbausteine von verschiedenen Herstellern, Lepin und Co. Es gibt tolle Sachen, die es von Lego leider nicht gibt. Deswegen werden wir euch mal eine Stadt zeigen, wo alles gemischt ist. Unsere Stadt wird aber so aussehen, dass man jederzeit trotzdem damit spielen kann, weil die Kinder sind noch in dem jüngeren Alter, wo die gerne damit spielen und nicht nur aufbauen, alles nur schön dekorieren. Deswegen kann es sein, dass in den Folgevideos mal was nicht so steht, so wie es vorher stand oder weil damit gespielt worden ist, wie auch immer. Lasst euch überraschen. Wir haben einen Raum vorbereitet, der ca. 6 Meter lang und 4 Meter breit ist. Haben im Hintergrund, man sieht es schön, eine Tapete aus Vlies anfertigen lassen, damit das alles noch schöner wirkt im Lego-Zimmer. Und ja, wir freuen uns. Wir haben uns vorher schon jede Menge YouTube-Videos angeguckt von verschiedenen Leuten. Wir werden uns selber nicht präsentieren. Also uns wird man nicht vor der Kamera sehen, weil wir haben gesagt, es geht eher um die Klemmbausteine. Es geht ja nicht um uns persönlich. Wir können nur sagen, wir kommen aus Hamburg. Freuen uns, dass wir dieses Video machen dürfen und wir hoffen, dass wir viele Klicks bekommen, dass euch unsere Videos gefallen werden und ja, wir werden sehen, was passiert. Hier seht ihr auch unser Lego-Zimmer. Genau, das sind die Arbeitsplatten, die wir vorbereitet haben. Wir haben eine Art Teppich drauf gemacht, damit wir überall eine schöne grüne Rasenfläche haben. Das ist der Anfang. Wir können euch jetzt schon mal sagen, dass so in dieser Ecke wird der Freizeitpark gebaut werden und im Nachhinein werden wir die Lego-Stadt aufbauen. Und hier seht ihr, wie viele Schienen wir aufbauen wollen. Genau, das ist nur ein kleiner Teil der Schienen, die wir schon mal hier liegen haben. Also es wird euch echt vieles erwarten. Viele verschiedene Eisenbahnvarianten haben wir. Ja. Wir freuen uns drauf, würde ich sagen, oder? Ja. So, da sind wir wieder. Wie ihr sehen könnt, in der Ecke, wo der Freizeitpark hinkommen soll, seht ihr schon, die Baustelle schon eingerichtet. Es kann also gestartet werden. Und wir haben ja noch alte hier beim Pizzawagen. Das sieht man, glaube ich, nicht so gut, aber hier ist Emmet drin. Wir haben da Emmet jetzt reingepackt wegen... Emmet ist ja ein Bauarbeiter und hier ist eine Baustelle. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Wie ihr seht, haben wir wieder mehr Lego aufgebaut für die nächste Runde, die ja jetzt ist. Und wir dachten, wir machen mehr Läden zu einem Freizeitpark, weil das ja in echt auch so ist. Und wie ihr seht, haben wir auch zu einem Freizeitpark, wie es in echt ist, Lichter angebaut. Und ja, hinten die rote Achterbahn. Ganz witzig, das habe ich gemacht. Das habe ich auch gemacht. Das auch. Und das. Und das eigentlich hat, glaube ich, nicht meine Schwester mit dran gearbeitet. Weil eigentlich waren diese Sachen auch so wie hier, Elefant, Frosch, Tiger und Storch. Wir haben wieder einen neuen Bauabschnitt. Wie wir sehen können, haben wir so eine zweite Ebene gebaut. Wir haben dafür Holzplatten genommen in 8 mm, haben jede Menge Pfeiler eingebaut. Man sieht, das soll die neue Straßenführung werden. Oben werden einige Häuser hingestellt, einige Modulars, die wir schon fertig haben. Und da oben wird auch eine Eisenbahn fahren. Wir haben schon eine Schräge aufgebaut. Links sieht man sie. Ist alles noch nicht ganz fertig, aber so die grobe Basis steht. Das heißt quasi, jetzt können die unsere Häuser einziehen, die mit den Modulars. Und auch der Eiffelturm wird dann Einzug nehmen. Und dann werden wir weitersehen, wie wir mit der Zugführung weitergehen. Eigentlich wollten wir noch eine U-Bahn ja bauen.
dass wir quasi nochmal unter der grünen Holzplatte fahren können. Ja, wir schauen mal weiter, wie das so klappt und aufgeht, die Planung. Das mit dieser Schräge, mit der Straße hier, was man links und rechts sehen kann im Video, das funktioniert schon sehr, sehr gut. Ich hatte erst die Problematik oder erst die Bedenken gehabt, dass es nicht so gut ist mit dieser Kante, aber die Autos können wunderbar hoch und runter fahren und es funktioniert. Wir wollten zwar den Eiffelturm dahin bauen, aber der ist dafür zu groß. Also so auf grünen Flächen so, dann passt das noch gerade. Aber der Eiffelturm, der ist größer sogar als meine Schwester. So, da sind wir wieder. Man sieht, es hat sich ein bisschen was getan. Der Freizeitpark, der ist ein bisschen voller geworden. Ich sag mal, so ein paar Abende habe ich hier auch dran gebaut, immer wieder was Neues dazugestellt. So auf die einzelnen Sachen werde ich noch mal eingehen. Ein paar Sachen gefallen mir sehr gut und manche Sachen so, naja, okay. Man sieht, es sind nicht nur unbedingt original Lego-Artikel dabei, wenn ich mir so angucke. Den kleinen Pommesladen zum Beispiel oder den Getränkeladen finde ich total süß. Aber da kommen wir nochmal später zu. Hier sehen wir die Stadt mit ganz vielen Häusern, die wir natürlich vorher schon im Vorfeld schon hatten und aufgebaut hatten. Hier in der Ecke, wo Emmett ist, wo noch der Kran steht, werden wir demnächst immer die neuen Sachen, die wir gebaut haben oder umgeändert haben, werden wir euch hier vorstellen. Wir haben diese zwei neue Schilder hier links und rechts. Ich finde es optimal, direkt bei Emmet. Da werden wir in der Mitte immer schön das Neue platzieren und dann werde ich euch was dazu erzählen. Was haltet ihr von der Idee? Schreibt es in den Kommentaren rein, ob ihr die Idee gut findet oder ob ihr sagt, brauchst du nicht. Hier geht es weiter. Hier haben wir mal selber was gebaut, einen kleinen IKEA, fand mir ganz cool. Oder einen kleinen Smith. Oder, wo wir in letzter Zeit häufiger mal waren, man sieht es, Bauhaus, man sieht es auch, dass auch oben auf dem Dach andere Sachen drauf sind, die da vielleicht nicht drauf gehören. Wie gesagt, es ist ein Lego-Zimmer, wo auch die kleinen Kinder mit halt spielen. Hier unten soll ein kleiner Campingplatz hin. Und sieht man schon die ersten Wohnwagen, dass die Häuser sollen so kleine Miethäuser sein, wo man sich einbuchen kann, wie auf dem Campingplatz halt. Aber dazu halt später mehr. Hier haben wir eine freie Fläche, wo schon die Bagger stehen. Die machen sich bereit. Da wollen wir eine Wasserlandschaft irgendwie bauen mit einem Hafen, mit ein paar Booten, die wir haben, wofür wir sonst immer gar keinen Platz hatten. Boote im Wasser waren bei uns nicht so das Thema. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt die ganze Platte hier vorne, machen wir blau und werden dann zum Beispiel den Fischerladen mit einbauen, Hafengebiet. Mal gucken. Hier vorne hat unser Sohnemann seine kleine Lego Movie Welt gebaut schon mal. Er hat gerade damit angefangen. Und ja, das soll so der erste Eindruck erstmal sein. So, ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal und wir sehen uns. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst mir doch ein Like da.